Tipps für Reichtum von der Tora. Was sagt uns die Tora, wie kann man reich werden, was bekommen wir? Wir haben angefangen schon letzte Woche, wir haben es kurz erwähnt, Talmud Nida, Seite 70b. Dort wird erzählt über Rabbi Joshua ben Hanania. Rabbi Joshua ben Hanania haben die Philosophen, die Weisen von Alexandria, ja, die Weisen von dort, das waren zu seiner Zeit die gescheitesten Menschen, die sich am besten ausgekannt haben, die haben ihm einige Fragen gestellt und er hat ihnen geantwortet. 12 Fragen haben sie mich gefragt. 3 Fragen in der Halacha, 3 Fragen in der Agada, 3 Fragen in der Weisheit und 3 Fragen Derech Eretz. Haben wir es ausgelassen? Nein. Ich überspringe alles, ich gehe zu den 3 Fragen von Derech Eretz. 3 Fragen von Derech Eretz, verhalten auf dieser Welt. Erste Frage, was soll der Mensch tun, damit er gescheit ist? Maya Asa, dann wie ich kam. Sagt der Rabbi Joshua ben Hanania, Jemaed Beschora, wer wird bei Yeshiva? Er soll weniger Geschäfte machen und mehr in der Yeshiva sein, mehr lernen. Dann wird er gescheit. Sie antworten ihm, aber viele haben das gemacht und es hat nicht geholfen. Viele haben keine Geschäfte gemacht und sie haben sehr viel gelernt, aber sind geblieben, ohne Weisheit. Sagte nachher, Ele, Yevakesh Chochma, Mimisha Chochma Shelo. Er soll um die Weisheit bitten, denjenigen, dem die Weisheit gehört. Nachher sagen sie, okay, wenn das sowieso von dem abhängt, von dem Gebet, wieso soll er dann weniger Geschäfte machen und mehr lernen? Was bringt es ihm? Sagt die Gemara, das ohne dem nützt nicht. Du musst, einerseits musst du lernen, andererseits musst du auch beten, um es zu bekommen. Das ohne dem genügt nicht. Zweite Frage, und das ist, worüber wir heute lernen werden. Was soll der Mensch machen, um reich zu werden? Sagt ihm, er soll viele Geschäfte machen, also viel Ware soll er kaufen. Und er soll seine Geschäfte mit Glauben führen. Was bedeutet, seine Geschäfte soll er mit Glauben führen? Also manche behaupten, Geschäfte mit Weisheit führen, dass er nicht stehlen soll und dass er gerade gerecht sein soll beim Geschäft. Doch Ben Ishchai sagt, es kann nicht sein, dass das damit gemeint wird. Weil sowieso, wir sind schon sowieso verpflichtet, nicht zu stehlen. Er gibt jetzt einen Tipp, das ist kein Tipp, das ist Pflicht. Das ist kein Tipp, dass man nicht stehlen soll. Das ist sowieso Pflicht. Du musst gerecht sein, du musst gerade sein im Geschäft. Ohne Tipp. Sondern was heißt das? Isabiten Bemuma. Beim Geschäft machen, es hängt auch damit zusammen. Bei deinem Geschäft machen, wo du Geschäfte machst, nicht nur, dass du nicht betrügst, nicht lügst, nicht stehlst, sondern dass du deine ganzen Geschäfte machst mit dem Glauben und weißt, nicht ich bringe mir jetzt dieses Geschäft, nicht das, was ich jetzt gemacht habe, dank dem verdiene ich das Geld, sondern das ist Be'emuna, mit dem Glauben an Gott. Gott bringt mir das ganze Geld und ich arbeite, aber ich arbeite mit dem Glauben an Gott, dass Gott es mir bringen soll. Das sind diese 2 Sachen, die man machen muss. Also man muss gerecht arbeiten, mit dem Glauben arbeiten und viel Ware kaufen. Sie sagen aber, viele haben das gemacht und es hat ihnen nichts gebracht. Wir kennen viele Leute, die sehen gerecht, arbeiten gerade, stehlen von niemandem. Und wenn du sie fragst, von wo? Sagt, alles ist in Gottes Hand und Bezrat Hashem im Yirtzeh Hashem. Trotzdem verdienen sie nicht viel Geld. Sagt ihnen, er soll beten zu denjenigen, dem das Geld gehört. Mir gehört das ganze Geld, sagt Gott, und ich bin derjenige, der das ganze Geld und das ganze Gold den Leuten geben.
Dann, wenn das alles von dem abhängt, dass Gott es gibt, fragt wir die Gemara, wieso soll man dann arbeiten und gerecht sein? Und sagt die Gemara, das ohne dem genügt nicht. Du musst einerseits Geschäfte machen und du musst gerecht sein, aber zusätzlich dazu brauchst du auch das Gebet und zu beten. Aber wenn wir sehen, beide Sachen, sowohl der erste Tipp als auch der zweite Tipp mit dem Gebet, beide Sachen, sie führen zu einem gleichen Ziel, dass du deinen Glauben verstärkst an Gott. Beide, sowohl das als auch das andere, beide führen zum selben Ziel. Du sollst deinen Glauben an Gott sollst du verstärken, indem du beim Geschäfte machen nicht betrügst und niemand daran glaubst. Gott ist da und Gott ist derjenige, der mir hilft. Und andererseits den Glauben verstärken wie mit dem Gebet. Warum betest du? Du betest, weil du an Gott glaubst, dass er dir helfen wird. Das heißt, wir sehen, der erste Tipp, was uns da die Gemara sagt, du sollst deinen Glauben an Gott verstärken. Du sollst mehr zu Shiurim kommen. Du willst reich werden? Komm mehr zu Shiurim. Lerne mehr über den Glauben. Sei ein bisschen gläubiger. Und allein dieser Glaube, das ist der erste Tipp für dich, um reich zu werden. Willst du reich werden? Lerne Bücher über den Glauben. Verstärke deinen Glauben. Und damit wirst du, Bezrat Hashem, wirst du reich werden. Sagt auch die Gemara, Amar Rav Ami, ein Geshamin Jordin, ela bishvil ba'alei amana. Gemara Ta'anit, Seite 8. Der Regen, wenn er kommt, in Israel, das ganze Wasser hängt ab vom Regen. Dort gibt es keine große Wasserquellen. Gibt es nur die kleine Kinneret und hängt ab vom Regen. Gibt es Regen, gibt es Wasser, hast du schon, wenn es keinen Regen gibt, dann gibt es kein Wasser. Und deswegen, dass dort alles hängt ab von dem Regen. Und im Talmud sehr viel. Man betet für den Regen und man soll für den Regen beten. Aber Regen symbolisiert nicht nur den Regen, den nassen, den wir kennen, sondern Regen symbolisiert auch den Segen, die Bracha. Man sagt auch, zum Beispiel, wenn jemand fragt, du hast einen Konkurrent, jemand hat jetzt vor dir noch ein Geschäft aufgemacht. Was sagt man dann normalerweise zu ihm? Wenn es regnet, regnet es für alle. Konkurrent, er wird von mir was wegnehmen? Nein, wenn es regnet, der Regen wird kommen. Auf mich, auf ihn, auf jeden wird kommen der Regen. Das heißt, der Regen symbolisiert den Segen. Sagt uns die Gemara, wegen was kommt der Regen? En geshamim yordin ela bishvil ba'alei amana. Der Regen kommt auf diese Welt. Das heißt, Symbol für den Segen. Der Segen, der auf diese Welt kommt, wegen wem kommt er? Nur wegen den Gläubigen. Diejenigen, die an Gott glauben, die ihren Glauben an Gott verstärken, dank denen kommt der Regen. Regen, wie gesagt, symbolisiert den Segen. Das heißt, wiederum sagt uns da der Talmud noch eine Quelle hier, um den Segen zu bekommen, der hängt zusammen mit dem Glauben. Das heißt, du musst deinen Glauben verstärken. Du musst dich nähern an Gott mit deinem Glauben und dank dem wird dein Segen vermehrt. Noch eine Quelle. Mishnah Berurah sagt, Kol haomer parashat haman, muvtach lo shelo yim'atu mezonotav. Jeder, der die Parashat Man, über den Mann, was in der Wüste gegessen hat, jeder, der das liest jeden Tag, es wird ihm versprochen, er wird gesegnet und es wird ihm nie fehlen seine Ernährung. Er wird immer genug haben zum Essen. Er wird immer genug haben zum Essen und seine Ernährung wird ihm niemals fehlen. Warum? Was hat jetzt dieser Mann, wenn wir das lesen, Parashat Haman, was hat das mit unserem Segen zu tun? So, Parashat Haman, wir sehen dort, über was redet die Parashat Haman? Juden waren in der Wüste und in der Wüste ihre Ernährung, ihr Essen, was sie gegessen haben, das war der Mann. Der Mann war nicht abhängig davon, wie viel du gearbeitet hast, wie viel du gesammelt hast, sondern der Mann war hauptsächlich abhängig davon, von deinen Taten. Wie nahe du an Gott warst. Amarbe lo hirba, derjenige, der viel gesammelt hat, hat nicht mehr gehabt. Vamamit lo yachsir, und diejenigen, die wenig bekommen haben, haben nicht weniger gehabt.
Ich lefiach lo lakatu. Jeder laut dem, was er haben sollte, hat er bekommen. Und auch da diejenigen, die gerecht waren, diejenigen, die Tzadikim waren, die haben es bekommen gleich bis vor der Tür. Aber diejenigen, die mit dem Glauben ein bisschen schief waren, die nicht so besonders mit den Taten waren, die mussten weit hingehen, um den Mann zu sammeln. Du siehst auch da, warum der Mann. Der Mann bringt in dir, warum da, dank dem, dass du liest diese Parashat Haman, wirst du bekommen viel Ernährung, viel Parnassah, du wirst, warum? Weil dadurch, durch das Lesen von dieser Parasha, bringst du in dir den Glauben, das, was mir gönnt, kommt von Gott. Ich werde nicht mehr und nicht weniger verdienen, als das, was ich verdienen muss. Und damit verstärkst du deinen Glauben, dass die ganze Parnassa alles von Gott kommt. Und dadurch wirst du nachher gut gesegnet, wirst den Segen bekommen. Wir sehen wieder, der Segen, Parnassa, hängt davon ab, wie dein Glaube ist. Du willst es vermehren? Sei Gläubiger. Komm und verstärke deinen Glauben an Gott und du wirst Bezrat Hashem gesegnet und wirst nachher mehr Parnassah bekommen. Oder, steht geschrieben, Shulchan Aruch Siman Kufpeh. Jeder, der das Tischgebet, Birkat Hamazon, jeder, der Birkat Hamazon mit Kavana, mit guter Absicht, mit guter Andacht, denkt und versteht, was er sagt. Hazan et haolam kulo betuvo. Bechen lechesed v'rachamim. Er liest Birkat Hamazon jedes Mal nach dem Essen, das Tischgebet. Und er versteht, was er sagt. Er sagt es mit einer großen Konzentration. Es steht geschrieben, muvtach lo sheyu mezonotav metzuin berevchu bechavo. Es wird ihm versprochen, dass sein Essen, seine Ernährung, sein Geld, es wird immer mit Ehre und genug, er wird immer genug haben und es wird ihm nie was fehlen. Wieder noch ein Tipp, Birkat Hamazon, sag Birkat Hamazon das Tischgebet. Sag es langsam, langsam, wortwörtlich, verstehe das, was du sagst, dank dem wirst du, Bezrat Hashem, eine große Parnassah bekommen. Auch das, warum Birkat Hamazon zu sagen? Was bringt dir diese Birkat Hamazon? Auch da, die Birkat Hamazon ist für dich etwas, was dir deinen Glauben an Gott verstärkt. Du bedankst dich an das Essen, das Gott dir gegeben hat und dank dem wirst du nachher noch näher mit dem Glauben an Gott kommen und dank dem wirst du nachher die Parnassah bekommen. Wieder noch, auch dieser Tipp jetzt, zeigt dir, dass es hängt davon ab, dass von deinem Glauben an Gott. Bist du noch einen Schritt näher gekommen zu Gott mit deinem Glauben, so wird deine Parnassah noch ein bisschen erhöht. Hängt nur allein davon ab. So. Dann im Pirkei Avot steht geschrieben, dass wenn es zu einer Hungersnot kommt, eins der Gründe, die zu Hungersnot bringen, ist, wenn man keine Maaser, keinen Zehntel bringt. Wenn man keinen Maaser, keinen Zehntel bringt, wenn viele Leute keinen Zehntel bringen, so bringt es dazu, dass es nachher zu Hungersnot kommt. Rav Bala Olam, Shalom Yastrin, wenn man kein Maaser gibt, das bringt zu Hungersnot. Warum? Du bist verpflichtet jetzt, die 10% den Kohanim, den Levim, den Armen zu geben. Und du gibst es ihnen nicht. Warum? Du bist noch schwach mit dem Glauben. Du denkst, ach, ich soll jetzt von mir etwas wegnehmen, da werde ich ja weniger haben. Nein, nein, Gott sagt, ich will genau das Gegenteil. Ich will, dass du von dir jetzt etwas weggibst, weniger jetzt wirst du haben, dann nicht nur reden, groß reden, ich glaube an Gott, sondern dann beweist du mit deinen Taten, dass du wirklich an Gott glaubst, dass er derjenige ist, der dich ernährt, dass er derjenige ist, der dir gibt. Und auch wenn ich jetzt 10% weniger habe, ich gebe jetzt 10% weniger, Gott sagt, versuch mich da und du wirst sehen, du wirst nachher mehr bekommen. Das heißt, wenn du diese 10% weggibst, du zeigst damit nur, dass, dass du einen Glauben an Gott hast und 10% weniger gibst. Den Maaser, den Zehntel gibst, du beweist damit deinen Glauben an Gott. Dass du glaubst an Gott,
und mit dem, dass du 10% gibst, aha, du hast den Glauben ein bisschen höher gebracht, dank dem wirst du jetzt bekommen Parnassa. Wir werden nächste Woche, besonders wenn wir lesen, Parshat Shlach Lecha, noch eine Mitzwa, die auch damit verbunden ist. Und das ist Parashat Chala. Parashat Chala. Reshit arisoteche tafrishu chala. Ihr sollt das erste von eurem Teig sollt ihr rausgeben als Chala. Und da muss man ein bisschen aufpassen, genau bei diesem Gebot ist ein bisschen merkwürdig. Es wird geschrieben, dass vom Feld jetzt, vom Feld von den Weizen, müssen wir die 10% einmal, die Masrot, Trumot und Masrot, müssen wir rausgeben. 10%, nachher 2% und so weiter, müssen wir von den Weizen zuerst abgeben. Wenn man sagt, jetzt, man gibt die Weizen ab, sagt man, gibt man die Weizen ab 10% und der verwirtschaftet es, verkauft es und dann muss er wieder 10% geben von seinem Gewinn? Von dem Gewinn, was er nachher bekommt. Er dem Feld gibt immer 10% ab für den Jetzt dazu komme ich, genau das ist es. Ja. Jetzt, du gibst 10% jetzt von den Weizen, gibst du ab. 10% von den Weizen gibst du ab. Du hast davon Mehl gemacht, einen Teig. Kannst du jetzt schon essen, den Teig? So, kochen und backen und essen? Nein. Du musst jetzt noch von diesem Teig musst du noch einen Teil wegbringen und wieder spenden. Aber ich habe schon davon gespendet. Normalerweise, alle Völker, überall, es gibt Steuern, die man bezahlen muss. Steuer für das, Steuer für jenes. Und jedes Mal lernen sie mehr, wie wir wissen. Irgendeine neue Steuer kommt immer noch dazu. Festplattensteuer. Gibt's schon. Immer neue Steuer. Aber für Brot, ich glaube, in keinem Land gibt es für Brot Steuer. Im Gegenteil. Der Staat, überall, so ist es in Israel, ich glaube auch überall ist es so, dass der Staat hilft den Feldarbeitern, das Brot, das normalerweise jetzt kommt, über die Hälfte zahlt der Staat. Ja, den Feldarbeitern, der Staat, er hilft noch dazu, damit die Brotpreise niedrig bleiben und nicht aufsteigen. In jedem Land. Warum? Brot ist etwas, was wir brauchen, deswegen sagen wir, wollen von dir jetzt nicht Geld verdienen von den Sachen, die notwendig sind. Von wo werde ich von dir Geld verdienen? Festplattensteuer. Du kaufst ein Auto, du kaufst eine Festplatte, du kaufst irgendwelche anderen Sachen, Luxussachen, Sachen, die nicht notwendig fürs Leben sind, da werde ich von dir Steuer abziehen, bis zum geht nicht mehr. Aber Sachen, wo dein Leben davon abhängt, Brot, davon nicht nur nehme ich keine Steuer, sondern normalerweise überall man hilft und gibt es so, dass es immer billig ist. Fragt dann auf Sorotsky in seinem Buch aus Neim der Torah, fragt. Wir sehen da, das Gesetz der Torah ist genau umgekehrt. Von dem Brot, ja, einmal von den Weizen haben wir schon Maser gegeben, den 10% haben wir gegeben. Du hast jetzt den Teig gemacht. Eigentlich sollte es schon, es ist schon befreit, es ist schon etwas, wovon schon Masse rausgebracht wurde. Eigentlich sollte es befreit sein. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ich habe jetzt Trauben. Ich habe viele Trauben, ich habe von den Trauben, ich habe genommen und 10% habe ich rausgebracht von den Trauben. Masse. Habe davon Wein gemacht. Jetzt, nachdem es schon Wein wurde, muss ich jetzt von diesem Wein wieder 10% geben? Nein. Ich habe schon von den Trauben, von den hauptsächlich, habe ich schon Maße rausgegeben. Das heißt, von dem, was da rauskommt, auch wenn es jetzt besser geworden ist, ein Kilo Trauben kostet weniger, aber ein Liter Wein kostet ja viel mehr. Es wird jetzt dieser Saft, der rauskommt, er verbessert dir nur noch die Trauben, die vorher waren. Deswegen, wenn ich schon aber von den Trauben die 10% rausgegeben habe, von dem Wein muss ich nicht. Oder von den anderen Säften muss ich nicht, wenn ich schon von der Frucht selbst Maße hergegeben habe. Da die Tora sagt, nein, du hast gegeben 10% von den Trauben und jetzt, nachdem es schon Wein geworden ist, noch einmal musst du geben. 2% oder je nachdem musst du rausgeben und Chalat Roma, musst du die Chala rausnehmen.
Aber warum? Normalerweise über, und das musst du spenden, sozusagen Steuer bezahlen, Gott die Steuer bezahlen. Warum? Noch eine zweite Frage fragt er dort im Buch. Okay, wenn schon noch eine zusätzliche Steuer ist, die selbst unverständlich ist, wie gesagt, normalerweise für Brot zahlt man keine Steuer, sondern man bekommt noch dazu. Wieso müssen wir diese Challah, diese Steuer bezahlen von dem Teig und nicht von dem Mehl? Ich habe es gemalt, es ist schon Mehl geworden. Jetzt soll ich geben, Maser. Warum erst, wo es, erst dann, wo es zum Teig geworden ist, erst dann gebe ich diese Afrashat Challah? Baal Sefer HaChinuch erklärt diese Mitzvah Afrashat Challah und sagt, warum gibt es diese Mitzvah, dass wir Challah rausnehmen müssen und spenden müssen, diese Spende der Challah? Warum gibt es dieses Gesetz, ausgerechnet bei Brot, wo bei allen anderen Früchten, wenn es schon am Anfang rausgebracht wurde, man nicht zusätzlich noch ein Maaser hergeben muss, sagt der Chinuch, weil das Leben des Menschen hängt von dem Brot ab. Das Leben des Menschen hängt vom Brot ab. Alle anderen Sachen, wenn du sie nicht hast, kannst du damit noch weiterleben. Aber Brot, das ist etwas, wo dein Leben davon abhängt. Und deswegen Brot auch. Brot ist die einzige Sache, von der du nie satt wirst. Satt meine ich, dass du die Nase voll damit hast und nie mehr wieder sehen willst. Ja, zum Beispiel mein Bruder war in der Yeshiva und er und mein Cousin zu zweit, die sind einmal rausgegangen und haben dort gekauft, in Bnei Brak haben gekauft Ananas-Kompott. Ja, Ananas-Kompott. Und die zusammen haben Geld gespart, haben gekauft, nicht die kleinen Dosen, 5 Liter Dosen haben sie gekauft, großes Ananas-Kompott. Und sie kommen in die Yeshiva, Freitag kommen sie in die Yeshiva, gehen ins Zimmer, sperren sich dort ein, wir essen alleine jetzt diese 5 Liter Kompott. Und alle Freunde klopfen, ey, lasst uns auch, gib uns auch ein bisschen. Nein, wir alleine essen. Cousin zu zweit, die haben sich gezwungen, diese 5 Kilo Kompott zu essen. Bis heute, er kann nicht anschauen, diese Ananas-Kompott. Schnauze voll von denen, er kann es nicht sehen, er ekelt sich, wenn er sieht, Ananas-Kompott. Warum? Einmal hat er zu viel gegessen, war zu viel. Aber bei Brot, jede Sache, auch wenn du nimmst, jede Sache, die du nimmst, wenn du übertreibst damit, du kannst nicht ewig Lammkotlets, du kannst essen einen Tag, zwei Tage, aber dann nach einer Woche du schon aus, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr sehen, gib mir was anderes, ich will Fisch oder was anderes. Man hat nachher die Nase voll. Bei Brot, du kannst essen 90 Jahre lang. Nur Brot, kannst ihr heute Schokolade, morgen Marmelade, übermorgen Butter, aber Brot, dasselbe Brot, 90 Jahre kannst du essen und du wirst nie satt davon. Du wirst nie die Nase voll davon haben. Warum? Weil Gott hat extra Chen, eine Sympathie an das Brot gegeben, weil unser Leben davon abhängt. Weil unser Leben davon abhängt, hat Gott es extra so gemacht, dass du nie satt davon wirst. Ja, jetzt zu kurzer Zeit, du hast gegessen, aus, du bist satt, aber dann morgen, wenn man dir wieder Brot gibt, wirst du wieder Brot essen. Warum? Weil dein Leben davon abhängt, hat Gott so eine Sympathie dem Brot gegeben, dass du nie davon satt wirst. Auch wenn du 5 Kilo auf einmal isst, wirst du nie davon satt. Deswegen sagt, weil unser Leben davon abhängt, von dem Brot, hat Gott gesagt, ich will euch nicht nur beim Ernten von den Masrot, will ich euch geben, die Gelegenheit, den Segen zu bekommen. Weil Masrot, das ist nicht, dass du gibst. Wir haben das, glaube ich, letzte Woche schon darüber gesprochen. Wenn du den 10% oder den Anteil der Armen, den Armen gibst und spendest den Armen, nicht, dass du ihnen einen Gefallen gemacht hast und du hast ihnen gegeben. Ganz im Gegenteil. Du bekommst von ihnen noch mehr als das, was der Reiche mit den Armen tut. Armer Mann hat nichts zu messen, er kommt und gibt ihm 100 Euro. 1000 Euro gibt ihm. Aber noch mehr als der Gefallen, also das, was der Reiche den Armen getan hat, der Arme hat mit den Reichen gemacht.
Warum? Weil der Reiche, okay, hat mir jetzt Geld gegeben. Er hat ihm jetzt Geld gegeben, er konnte mit Essen kaufen, aber das ganze Geld ist materiell und es ist weg. Nach einer kurzen Zeit ist es weg. Er isst es und es landet nachher im WC. Aber die Mitzwa, die er bekommt, ist für ewig. Ist für ewig und er hat von ewig den Segen, den bekommt er für ewig. Und das ist jetzt genau das. Da sagt Gott, ich will euch jetzt einen Segen geben. Den Segen bekommt ihr beim Ernten. Aber bei einer Sache, wo dein Leben davon abhängt, eine Sache, die du tagtägliches brauchst, sagt Gott, ich will nicht nur euer Vermögen segnen, das Geld, damit ihr jetzt viel Ernte, noch mehr Ernte bekommst. Nicht nur das. Ich will, dass wo es schon zum Teig geworden ist, also kurz vor dem, dass du jetzt bäckst und es isst, dass du noch einmal eine Spende daraus gibst, nimm raus von da wiederum Chala, und dank dem wirst du jetzt, das was du jetzt backen wirst, dank dem wird auch das gesegnet und dein Essen wird auch nachher dein Körper gesegnet. Gott sagt, ich will nicht nur deine Tasche segnen, sondern auch deinen Körper. Und deswegen, du nimm eine Spende, gib, richtig gesagt, nimm. Nimm eine Spende raus, zuerst von der Ernte, damit deine Tasche gesegnet ist, damit du gesegnet wirst und Bracha hast bei der Ernte. Aber dann, kurz bevor du bäckst, auch das, was du essen wirst, auch davon, nimm eine Spende raus. Warum? Weil ich auch deinen Körper segnen will. Ich will auch, dass dein Körper davon gesegnet wird. Und deswegen, ich gebe dir eine doppelte Bracha, einen doppelten Segen. Das ist genau der Unterschied zwischen den Völkern. Wir sagen, alle Völker, überall, alle Städte, was sagen sie? Wir wollen nicht von dem, was dein Leben abhängig ist, von dem wollen wir nicht reich werden. Deswegen, wir nehmen keine Steuern vom Brot. Deswegen, wir helfen dir noch und machen so, sodass das Brot weniger kosten wird. Aber Gott sagt nein. Genau von der Sache, die das Leben abhängt, ich will, dass du von dieser Sache gesegnet wirst. Ich will nicht reich, ich brauche nicht reich zu werden, sagt Gott. Ich will, dass du gesegnet wirst. Und deswegen sage ich dir, dass du die Spende ausgerechnet von der Sache, die dein Leben abhängig ist, von dieser Sache, dass du mir spendest, nicht nur einmal, sondern doppelt, zweimal. Aber wäre nicht logischer, diesen Teil zu backen und jemandem zu geben, der das braucht? So sollte es eigentlich sein. Normalerweise es ist es so, ein 24. oder ein 48. von dem Teig, den wir rausnehmen, den sollten wir geben einem Kohen. Einem Kohen, und dieser Kohen, er darf es nachher backen, so wie jemand will backen, eine Pita, ein Brot, wie er will, das ist schon seine Sache. Du gibst es dem Kohen und der Kohen nimmt diesen Teig und bäckt damit und isst, was er will. Und er segnet dafür, Asher kideshanu b'kdushato shel Aharon, v'tzivanu le'echol truma. Im Ausland kann man das nicht machen, sondern nur in Israel. Wenn man es nimmt und einem Kohen gibt, theoretisch könnte der Kohen es essen, sicher segnen, aber er muss auch rein sein. Das heißt, er muss vorher in die Mikwe gehen, in das Tauchbad, dort eintauchen und dann könnte der Kohen es essen, rein theoretisch. Aber heute im Ausland geht das nicht, sondern nur in Israel. Und außerdem der Kohen, ob er jetzt rein sein wird, er geht in Mikwe gehen oder nicht, ja oder nein. Deswegen, wir wollen ihm selber nicht, weil auch dann, wenn dieser Teig mit einem anderen vermischt wird, so wird alles nachher, es gibt sehr viele Gebote dabei. Deswegen, wir nehmen ein kleines Stück, nicht ein 24. und nicht ein 48., sondern wir nehmen ein kleines Stück, wir sagen Harezochala und verbrennen es oder schmeißen es weg, je nachdem braucht, wie man das macht. Ja? Aber rein theoretisch, man hat es gegeben dem Kohen, damit der Kohen davon genießt. Das ist auch das, erklärt jetzt das, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht über Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, 3 Jahre lang war es eine Hungersnot, war nichts zum Essen. Dann er kommt zu einer Witwe von Zarfata und er sagt, was hast du zum Essen? Sie sagt, ich habe gar nichts, ich habe nur einen Becher voll mit Mehl und ein Stück zum Schmieren, Öl und aus. Und ich und mein Sohn werden jetzt von diesem Teig, das ich jetzt backen werde, werden essen und dann werden wir sterben. Sie sagt schon, wir haben nichts, gar nichts. Wir wissen, also es ist jetzt eine Hungersnot, 3 Jahre lang gab es nichts zum Essen. Eine Witwe mit einem Sohn und sie hat nur einen kleinen Becher voll mit Mehl.
Sie sagt, ich werde jetzt davon einen Teig machen, es backen und nachher wir verabschieden uns von dieser Welt. Das ist eine Abschiedsparty von dieser Welt. Mit diesem einen Brot, den ich jetzt backen werde. Elia und David sagte, schau, mach diesen Teig und von diesem Teig gib mir als erstes meinen Anteil. Wie schämst du dich hier, Elia und David, Hungersnot? Sie wird jetzt sterben. Sagte, gib es mir. Und du wirst einen Segen bekommen. Sie, aber sagt er, Rishona, als erstes sollst du mir geben. Na, noch dazu, was für eine Frechheit. Ja, gib, als erstes gib mir und dann isst du mit deinem Sohn. Sie tut es, so hat sie nichts mehr zu verlieren. Sie tut es, sie gibt ihm den ersten Anteil, Chalat Ruma, sie gibt es Eliyahu Navi. Und dann, auf einmal Eliyahu Navi spricht im Namen Gottes, Ko Amar Hashem, so sagt der Gott. Kadakemach lo tichle. Dieser Becher mit dem Mehl wird nicht ausgehen, es wird immer gefüllt und gesegnet und du wirst gesegnet und viel bekommen und so war es auch. So war es auch, sie hat nachher überlebt und viel, viel Segen bekommen und viel Bracha bekommen. Von was? Von dem, dass sie als erstes den Kohen gegeben hat. Deswegen, Rabbi Yochanan, Talmud Tanit, Seite 9, steht geschrieben, er hat mal den Sohn von Resh Lakish, er hat ihn gefragt einmal, von wo, was bedeutet Aser te Aser? Gib ein Zehntel Zehntel. Aser te Aser. Sagt ihm der Sohn von, kleines Kind, von, der Sohn von Resh Lakish, er sagt ihm Aser bishvil shetit Asher. Gib ein Zehntel, damit du reich wirst. Auch das ist von Eliyahu Navi. Gib ein Zehntel, damit du reich wirst. Sagt er, von wo weißt du, dass es stimmt? Dass man, wenn man ein Zehntel gibt, dass man reich wird? Er fragt ein Kind. Das Kind antwortet ihm, probier es aus, gib ein Zehntel und dann wirst du sehen. Sagt aber, darf man Gott ausprobieren? Es steht ja geschrieben in der Torah, Lotenasun et Hashem Elohim, ihr dürft mich nicht unter Probe stellen. Gibt's Gott, gibt's keinen Gott, nicht in Probe stellen. Sagt in allen Sachen, ja, nicht in Probe stellen. Nicht, aber in dem einen Punkt, ja, warum? Weil es geschrieben steht, Ubechanun in Abazot, Gott selber bittet darum, bitte, probiert es mich aus, bringt es mich in Probe in diesen einen Punkt. Im Loeftach lachem et arubot Hashem, ich werde euch alle Röhre des Himmels öffnen, und ve'arikoti lachem brachat bildai, und ich werde euch so viel Segen auf euch runterbringen lassen, Ad Beli Dai, bis Dai. Was bedeutet Ad Beli Dai? Sagt uns der Talmud, Ad Shiblu Siftotechem Lomar Dai, bis eure Lippen müde werden vom Sagen genug. Genug, genug. Du wirst schon so viel haben, dass du schon selber müde sein wirst, um zu sagen genug. Von was hängt das ab? Von den Maße Zehntel. Zehntel, gib einen Zehntel. Da beweist du einerseits, wiederum, du beweist hiermit, du gibst jetzt von deinem Vermögen, von dem, was du hast, oder mal sehr oft von dem, was du nicht hast. Ja, du musst jetzt alle Aktien bezahlen, Miete, da, dort, aber es bleibt nichts übrig. Ja, von dem, was nichts übrig bleibt, von dem gib ein 10%. Aber wie, von was soll ich mich ernähren? Du beweist damit jetzt, dass du an Gott glaubst, dass du jetzt spendest, von dem, was du nicht hast, dass du jetzt weniger haben wirst, mit dem Glauben und der Hoffnung, dass du nachher mehr bekommst. Und du wirst nachher sehen, dass du mehr bekommen wirst, dass du nachher reich wirst. Und wenn jemand Schulden hat, muss er in dieser Zeit Maser geben? Es ist so, dass man, Schulden kommt darauf an, welche Schulden es sind. Von was sind diese Schulden? Wenn jetzt zum Beispiel jetzt, jeder Geschäftsmann hat Schulden. Jeder Geschäftsmann hat Schulden, das heißt, du hast jetzt alle Geschäftsmann befreit von den 10%. Nein, nicht Schulden bei der Bank, Kredit, sondern wenn man Schulden hat. Wenn man normale Schulden hat, dann ist es ist gut, wenn man sich selbst ein Notizblock macht. Ja? Wie viel habe ich jetzt rein verdient? Wie viel ist mir übrig geblieben? So viel muss ich Maser geben. Ja? So viel muss ich Maser geben. Und dann, von diesen Maser gibt es manchmal Fälle, wo man von diesen Maser, den man auf die Seite gelegt hat, seine eigenen Schulden begleichen kann. Unter bestimmten Fällen, aber da bei jeder Situation, muss man einen Rabbiner fragen, um zu wissen, wann ja, wann nein, das ist ganz, ganz unterschiedlich, hängt von der Situation ab und von der Person und von allen ab. Ja. Wenn man das Kilo nicht erschien bei Kessel,
Hauptsächlich redet man da um Geld, Segen, aber auch andere Sachen, dass du glücklich bist, dass es dir gut geht. Ja. Osher, glücklich sein ist nicht nur mit Geld. Glücklich sein, dass du genug von dem hast, was du hast, dass du zufrieden bist mit allem, was du hast. Das ist unser Ziel, was wir machen wollen. Deswegen, im Talmud steht geschrieben, man hat Moschleme Shalim, diejenigen, die immer Beispiele gegeben haben, die haben immer gesagt, Melach Mamon Chaser. Melach Mamon Chaser. Was ist Melach Mamon Chaser? Melach ist Salz, Mamon ist Geld, Chaser ist wenig. Melach Mamon Chaser, genauso wie das Salz den Fleisch immer haltet, sodass dass er nicht verdirbt. Damals gab es keine Kühlschränke. Wie hat man Fleisch gehalten, dass es frisch bleibt? Man hat Salz, drauf Salz gegeben und das hat nachher gehalten. Ist nicht verdorben worden, Salz. Es haltet das, dass es nicht verdirbt. Melach Mamon Chaser, auch so, bei dem Geld, was ist das? Was ist der Salz von deinem Geld? Was macht so, dass dein Geld nicht verdorben wird und nicht zum Wegschmeißen ist? Indem du davon immer abziehst. Chaser, weniger gibst. Ja, du gibst da eine Spende, dort eine Spende. Melach Mamon Chaser. Das hat man gesagt, wem hat man das gesagt? Melach Mamon Chaser. Das hat man gesagt, der Tochter von Nagdimon Ben Gurion. Talmud hat geschrieben über sie. Nagdimon Ben Gurion, er war einer der drei reichsten Männer in Jerusalem, zur Zeit der Zerstörung des Tempels. Einer der drei reichsten Männer in Jerusalem. Er konnte ganz Jerusalem versorgen, 23 Jahre lang. So reich war er. Alleine die ganze Stadt versorgen, 23 Jahre. Und Nagdimon Ben-Gurion, seine Tochter nachher, nach der Zerstörung des Tempels, Rabbi Yochanan, sieht sie, wie sie Weizen rausnimmt aus dem Kot von den Viechern, von den Arabern, die dort waren. Das heißt, von den Arabern, einmal niedriges Volk, von ihren Viechern, aus ihrem Kot nimmt sie Weizen. Er sagt sie, Moment, du bist doch die Tochter, ich habe dir die Ktuba gemacht. Dort waren 11 Alafim, Millionen Goldmünzen waren dort in einer Ktuba. Wo ist das ganze Geld? Sagt sie, alles ist weg. Alles ist weg. Und dann fragt er sie aber, warum? Wie ist es dazu gekommen? Dein Vater hat viele Mitzvot gemacht, er hat viel gespendet, er hat allen, die nach Jerusalem gekommen sind, in den Tempel, er hat ihnen gratis Wasser gegeben, er hat ihnen den Weg, gratis Hotels. Wie? So viel hat er gespendet. Er war so reich und so viel gespendet. Mara sagt, so viel er konnte, laut seinem Niveau hat er nicht gemacht. Er hat zwar viel gegeben, aber laut seinem Niveau war es zu wenig. Laut seinem Niveau, laut dem, was er gehabt hat, war das zu wenig und er konnte mehr machen. Und dann sagt er, das ist Melach Mamon Chaser. Dieses Geben von der Tzedakah, von der Spende, das ist das, was dein Geld aufbewahrt. Das ist das, was aufbewahrt, dass dein Geld nicht verdorben wird. Und wenn jemand zum Beispiel sich entscheidet, kein Geld zu spenden, Arbeitszeit oder auch das, wir reden zwar mit Geld, damit es für uns einfacher zum Verstehen ist, aber wenn jemand Arbeit spendet oder Zeit spendet oder jemand anderen hilfreich ist mit anderen Sachen, sicher auch das zählt. Ja? Aber nochmal, es muss da von dir kommen, von deiner Seite, dass du mit deiner Tat auch beweist, dass du den Glauben an Gott hast, dass er dich ernährt, dass er dir das Ganze gibt. Mit der Tat, nicht nur mit dem Reden, ja, ich glaube und ich bin ein gläubiger Mensch. Nein, nein. Mit der Tat auch beweisen, wie beim Geld ist es schwierig, mal rauszugehen. Und auch bei der Arbeit. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, Geld, momentan kann ich, aber ich will mit der Arbeit geben, auch das ist möglich. Und dort im Talmud, eine Seite später, Ktubot, Seite 67, dort steht geschrieben, zwei Geschichten. Ein armer Mensch ist gekommen zu Rabbi Nechemia. Und Rabbi Nechemia sagt ihm, du, was bist du gewohnt zum Essen? Du wirst eine Spende bekommen. Was bist du gewohnt zum Essen? Er sagt, ich bin gewohnt zu essen. Lammkotelett, was weiß ich, immer was Gutes. Er sagt, ich habe nur Linsen. Willst du mit mir zusammen, gehen wir zusammen essen Linsen?
gab nichts anderes zum Essen, der Arme hat gegessen Linsen und ist deswegen gestorben. Er war so verwöhnt, er konnte nichts anderes essen, sondern nur Lammkotelett mit Wein. Ist gestorben. Sagt nachher, oi lo, le Rabin, le Nechemia, sharagol azeh. Oi Rabin Nechemia, dass er diese Person umgebracht hat. Sagt jemand, nein, nicht oi Rabin Nechemia. Nicht er hat ihn umgebracht, sondern oi lo lazeh. Und den einen Typ, das gestorben ist wegen Rabbi Nechemia. Warum? Nicht wegen Rabbi Nechemia. Er hat sich so verwöhnt. Man soll sich nicht angewöhnen, in einem zu hohen Luxus zu leben. Wieso? Weil die Welt ist rum. Einmal bist du oben, dann bist du wieder unten. Er hat einen Fehler gemacht, dass er sich zu verwöhnt hat. Und das war sein Fehler. Gleich danach noch eine Geschichte mit Rava. Jemand ist gekommen zu Rava, der eine Spende haben wollte, kommt zu Rabbi und sagt ihm, Rebbe, bitte gib mir was zum Essen, ich brauche Parnassa. Sagt er, ja, was bist du gewohnt zu essen? Sagt er, ich bin gewohnt zu trinken einen alten Wein und ein gefüllten Fleisch. Ja? Nicht gefüllter Fisch, gefüllter Fleisch. Auf heute übersetzt, ich bin gewohnt zu essen ja, Lammkotelett mit 21-jähriger Chivas. Sagt ihm Rava, und 12 Jahre ist nicht genug. Du bist nur da, nur das willst du haben? Oder wenn was anderes, hast du keine Angst, dass du vielleicht eine zu große Last für die Gemeinschaft bist? Du bist arm, du hast nichts. Du gehst und sammelst Spenden. Und du hast so große, du bist so verwöhnt, dass du solche große Sachen haben willst. Sagt ihm, Moment, glaubst du, ich esse von dir? Schau diesen, was für ein Glaube dieser arme Gabe. Glaubst du, dass du oder die Gemeinde es mir gibt? Es wird geschrieben, Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon. Gott ernährt jedem lechol chai ratzon. Gott ernährt jeden laut seinen Willen. Laut seinen Willen. Das heißt, das, was mir zustimmt, wird mir sowieso kommen. Ich bin gewohnt, so zu essen. Ich esse, ich trinke Chivas 21 Jahre mit Steak. Er hat noch nicht aufgehört zu reden, plötzlich klopft jemand an der Tür und es kommt die Schwester von Rava, die er 13 Jahre lang nicht gesehen hat, mit einem Teller Steak und mit einem 21-jährigen Chivas. Er sieht das, genau was wir jetzt gesprochen haben. Sofort, er nimmt das Ganze und gibt den Armen, sagt, bitte verzeih mir, du hast mich gewonnen. Du hast gewonnen, das gehört dir. Weil wirklich, potechet yadecha umasbelech haratzon. Jedem ernährt Gott laut seinen Willen. Aber warum hat die Gemara diese zwei Geschichten eins neben den anderen geschrieben? Einerseits, ja, wir müssen daran glauben, dass jeder wird ernährt laut seinen Willen und Gott gibt jedem das, was ihm zustimmt. Wenn jetzt ein armer Mann, er ist gewöhnt etwas auf Luxus, dann musst du ihm nicht Luxus geben. Aber musst aufpassen, dass du selbst dich nicht an Luxus angewöhnst. Dass du selbst, wie bei Rabbi Nechemia, bei der ersten Geschichte, dass du selbst nicht dann irgendwann einmal, Chas v'Shalom, wegen dem sterben wirst, weil du zu verwöhnt warst und zu hohe Sachen gegessen hast. Noch einen Tipp, um Reichtum oder dass man nicht zu Armut kommt. Steht geschrieben, Marab Sachim, Seite 111b, steht geschrieben so. Der von den Engeln, der Minister dem Reichtum, sein Name ist Rein. Und der Minister von der Armut, sein Name ist Dreck. Ja, Dreck. Isara de Mesonena Kitschme. Isara de Aniuta Navalschme. Was bedeutet das? Rashi erklärt dort, dass wenn man rein ist, deine Umgebung, deine Wohnung, dein Geschäft, dein Zuhause, es ist rein. Dort, wo du isst, es ist rein und es gibt keine Brotbrösel auf dem Boden. Keine Brotbrösel auf dem Boden, das heißt, dort in so einem Platz kommt der Minister des Reichtums, kann dort kommen. Er kann nicht zu einem Platz kommen, dort wo Brotbrösel auf dem Boden sind, zerstreut sind, kann nicht der
der Minister des Reichtums kann dort nicht kommen. Im Gegensatz dazu, in Plätzen dort, wo Brotbrösel sehen, dort befindet sich immer der Minister der Armut. Das heißt, dort kann es sehr, sehr schnell dazu kommen, dass die Leute arm werden. So wie im Talmud Ta'anit geschrieben einmal, ich glaube, das war Rabbi Uda Barila, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Rabbiner hat gesehen, wie zwei Kinder gespielt haben mit Brot, haben geschmissen eins auf dem anderen. Er hat gesagt zwei Wörter, Schmamina, der Ikasoba Baula, davon lernt man, dass es eine zu große Sättigung auf der Welt gibt. Er hat fertig ausgesprochen, ist zu Hungersnot gekommen, wurde Hungersnot. Nachher, man wusste nicht, jetzt, er hat nur einen Satz gesagt. Davon lernt man, dass es eine dass die Leute Zusatz sind. Es ist schon Armut geworden, gab es nichts zum Essen. Nachher wirklich, der Abfall hat man nachher schon verkauft um sehr, sehr viel hohen Preis. Man wollte und er war immer in der Yeshiva, ist nie rausgegangen. Man hat ihm Essen reingebracht, er hat immer Torah gelernt in der Yeshiva. Man wollte ihn irgendwie rausbringen, dass er sieht, was draußen läuft, was draußen sich abspielt. Man hat jemanden geschickt und gesagt, du frage ihm eine Frage und bevor er antwortet, lauf hinaus. Er fragt ihn, darf man das und jenes? Und der Rabbiner will ihm antworten. Er sieht, er geht weg. Der Rabbiner, wie kann ich jetzt jemanden ohne Antwort lassen? Er läuft ihm nach. Hallo, ich will dir antworten. Warte, denn die Antwort auf deine Frage ist, er geht hinaus, plötzlich sieht er viele, viele Leute, geht nach vor, sieht jemand auf einem alten Volkswagen, steht oben und tut versteigern. 100, 150, 200, was ist dort? Man verkauft, hat irgendeinen Abfall vom Essen verkauft. Was ist das? So eine Armut gibt es. Und nachher hat Schuh ausgezogen, hat begonnen zu weinen, zu beten und ist sofort nach Regen gekommen und wurde, das heißt, wenn man mit dem Brot nicht ehrenvoll umgeht, wenn es zu viele Brösel sind, das bringt auch zu Armut. Dort wird auch eine Geschichte erzählt, Chulin Seite 105, wie einer, einmal der Minister der Armut ist ihm immerhin hinterhergerannt, wollte ihm arm machen. Und einmal sieht er, der Engel, ja, der Minister des Armuts, der Engel des Armutes, er sieht, wie diese Person eines Tages am Ufer sitzt dort und isst sein Essen und dort sind viele Brösel auf den Boden geworden von seinem Essen. Er denkt sich, ach, endlich ist die Zeit gekommen und diese Person fällt mir in die Hand. Die Person fällt mir in die Hand, nachdem er Birkat HaMazon gesagt hat, er nimmt und sammelt alles ab, auch mit alles was ist und schmeißt alles ins Wasser und sagt, hier Fische, habt was zum Essen. Und nachher hat man gehört, die Stimme von diesem Engel, der geschrien hat, oi, er war schon fast in meiner Hand und ist mir entwichen, ist mir weggelaufen. Das ist wiederum ein Tipp, damit man nicht zur Armut kommt. Dass man immer aufpasst, dass keine Brösel nirgends liegen, dass immer der Platz sauber ist, das ist wiederum noch ein Tipp, um von der Torah um reich zu werden. Nächster Tipp, steht geschrieben, Talmud, Baba Metzir, Seite 59. Amar Rabbi Chelmo, gut zu hören. Leolam yehe Adam Zahir bichvod ishto. שאין הברכה המצויה בתוך ביתו של האדם, אלא בשביל אשתו. איך יבזצה? מוסמון יבזצה, זו אינן זאת. רבי חלמו זק, für ewig, immer und ewig, soll der Mensch acht geben auf die Ehre seiner Frau. Ich wiederhole, für ewig soll der Mensch, der Mann, soll acht geben auf die Ehre seiner Frau. Denn die Bracha zu Hause, der Segen zu Hause hängt ab nur von seiner Frau. Von wo lernen wir das? Avraham Avinu. Avraham Avinu hat zu Sarah gesagt, Bechaitan Avshi Bigdalech, und ich werde wegen dir werde ich reich sein. Avraham wurde wegen seiner Frau reich und auch wir, die Männer, wann wirst du reich? Wenn du deine Frau befriedigst, indem du ihr das, was sie braucht, gibst. Sie braucht etwas zum Essen, sie braucht viele Kleidungsstücke. Jede Sache, die sie braucht, du kaufst es ihr, du gibst es ihr. Das wird dich nachher reich machen. Das ist das, was Rava dort im Talmud gesagt hat, zu Bnei Mechosa.
Okiru lena Scheichu, Kirche di Taro. Ehrt eure Frauen, damit ihr reich werdet. Warum? Weil die Frau ist hauptsächlich abhängig von dem Mann. Und er, wenn er jetzt ein Geizhals ist und seine Frau braucht etwas und er ist aber Tamabu Kamune, er ist so geschlossen. Kaschok heißt das, ja? Und man sieht, okay, das Budget ist in seiner Hand. Und er, sie ist von ihm abhängig. Er gibt ihr nur das Notwendigste. Na, nimm das. 10 Euro für das, bring mir Rechnung, wie viel das gekostet hat. Und bring mir noch zurück Restgeld. Ah, du bist so auf, so ein Kaschok bist du auf jede Kleinigkeit. Auch wir werden mit dir genauso, Mida, Kenegi, Mida, werden wir mit dir umgehen. Sie ist von dir abhängig und du bist mit ihr bei jeder Kleinigkeit auf den Cent. Auch wir werden mit dir, wie viel musst du bekommen? Genau auf den Cent. Keinen Cent mehr. Wie viel brauchst du? Du brauchst so viel. Luxus braucht man keinen Luxus, weil du gibst auch keinen Luxus deiner Frau. Aber wenn du mit einer Frau, die von dir abhängig ist, du bist großzügig, was brauchst du? Du brauchst jetzt da ein neues Kleidungsstück, aber du hast 20. Nimm noch 5 dazu. Du brauchst das und nimm das noch dazu und du brauchst jenes. Ah, du bist so großzügig mit deiner Frau. Statt dir selbst jetzt irgendwelche Luxussachen zu kaufen, du kaufst es deiner Frau. Wow. Wenn es so ist, auch wir werden mit dir genauso umgehen. Mida kenegi mida. Du gibst es deiner Frau, wir werden es dir geben. Dann, noch weiß im Talmud, Baba Batra, Seite 10. Steht geschrieben über Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, er hat nach Yom Kippur, er hat gegessen, Tfilat Neila, und nachdem der Fastag zu Ende war, hat gegessen, ist schlafen gegangen. Und er träumt einen Traum, dass seine Neffen werden verlieren in diesem Jahr 700 Goldmünzen. 700 Goldmünzen, viel, viel wert damals. Er hat das geträumt und er kommt über das ganze Jahr lang kommt er zu seinen Neffen und sagt ihm, es gibt eine Witwe, sie braucht Geld, bitte spende mir. Hier, nimm 10. Da noch brauchen wir für das Waisenkinder, nimm da. Wir brauchen dafür die Tora, nimm da. Wir brauchen dafür Shiur, nimm da. Wir brauchen dafür das, da, Bet Midrash, da. Jedes Mal, er kommt zu ihnen und gibt und gibt und gibt. Mitten im Jahr plötzlich, Finanzamt, Finanzkontrolle. Kommen zu den Neffen von Rabbi Yochanan ben Zakkai. Die kommen zu ihm, Onkel, was sollen wir tun? Jetzt sind sie gekommen, wir werden jetzt eine große Summe bezahlen müssen. Er sagt, wartet kurz, geht kurz ins Zimmer, kommt raus, sagt, habt keine Angst. Euer Schaden wird insgesamt sein mit 17 Münzen. 17 Münzen, das ist euer ganzer Schaden, das ihr bekommen werdet. Wie? Er sagt, ich habe einen Traum gesehen, dass ihr 700 Goldmünzen verlieren werdet. Und ich habe von euch immer abkassiert und genommen Spenden. Genommen. Ich habe das alles aufgeschrieben. Wie viele Spenden waren es? Und ich habe gesehen, insgesamt von den 700, damit es zu 700 gekommen ist, fehlen noch 17 Münzen. Ihr werdet jetzt 17 Münzen werden sie bezahlen und das ist euer ganzer Schaden. Was lehrt uns da? Er sagt ihnen, Keshem Shemezemotav Shela Adam Ktsuvim Rosh Hashanah V'ad Rosh Hashanah, genauso wie deine Verdienste vorgeschrieben werden von Rosh Hashanah bis Rosh Hashanah. Über das ganze Jahr, auch dein Schaden, wie viel du verlieren wirst, wird entschieden von Rosh Hashanah bis Rosh Hashanah, wie viel du verlieren wirst. Jetzt. Es wird entschieden, wie viel du verlieren wirst. Aber wohin dieses Geld gehen wird, das steht nicht, wird nicht vorgeschrieben. Entweder du gibst es an Waisenkinder, an arme Leute, du spendest es, machst damit eine Mitzwa, dann hast du verdient doppelt so viel. Einerseits, du hast eine Mitzwa gemacht. Andererseits, das, was du sowieso verlieren solltest, ist weg. Oder wenn du es nicht mit dem guten Willen gibst, dann du parkst irgendwo schlecht, kommt ein Abschleppwagen und du musst nachher eine Anzeige bezahlen. Oder kommt nachher Finanzkontrolle, Finanzamt, bumm, plötzlich eine große Strafe bezahlen. Warum? Es wurde schon entschieden, wie viel Geld du verlieren wirst. Wenn du gescheit bist, genau dieses Geld gibst du ans Dakar, wirst du nachher nicht diesen Schaden bekommen. Im Vorhinein, das Geld gibt für Zakat, du weißt nicht wie viel. Du weißt nicht wie viel
für dich vorgeschrieben worden wurde, dieses Jahr zu verlieren. Indem du Zdaka gibst, indem du spendest, du reduzierst nachher die Schaden, die sowieso von dir wegkommen sollten. Und im Midrash wird es ein bisschen genauer und ein bisschen ärger wird es dort geschrieben. Dort steht geschrieben, eine Tür, die nicht offen ist für Zdaka, wird offen sein für die Ärzte. Das heißt, wenn du deine Tür nicht öffnest, um zu spenden, um Geld zu geben, das Geld, das du dir erspart hast und nicht gespendet hast, sagt der Midrash, genau dieses Geld wirst du nachher für Ärzte, für Medizin, für andere Sachen ausgeben müssen. Das steht geschrieben? Ja, Midrash Shirashirim, Perek Vav, Absatz 17. Eine Tür, die nicht offen ist für die Armen, für die Tzedakah, wird nachher offen sein für die Ärzte. Weil, noch einmal, es wird für jeden von uns wird entschieden, einmal im Jahr, wie viel du verdienen wirst. Und es wird auch entschieden, wie viel du verlieren wirst. Jetzt. Du kannst jetzt dieses Geld, das du verlieren musst dieses Jahr, kannst du geben, entweder Tzedakah, jemandem helfen, gute Sachen damit tun. Und wenn du sagst, nein, ich behalte mein Geld, meine Hand ist zu, es wird schon jemand anderer kommen und dir die Hand öffnen und das Geld von dir wegnehmen. Entweder ist es der Arzt oder ist es dort eine Medizin oder ein Strafzettel oder noch was. Gibt es genug Boten, die kommen können, um das Geld zu nehmen. Noch eine kurze Sache und damit machen wir nachher Schluss für heute. Im Talmud noch einen Tipp, wie man jetzt, auch wenn es für jemanden vorgeschrieben wurde, einen Verlust zu haben, oder keinen Verdienst zu haben, wie man das verändern soll. Wird erzählt, Talmud Brachot, Seite 5b, über Ravuna. Ravuna, er hatte gehabt einen großen Weinkeller und 400 Fässer mit teurem Wein, alle wurden zu Essig, alle sind Chmizu, sind schlecht geworden, sind verdorben. Und man ist zu ihm gekommen, Rebbe, 400 Fässer, so ein Verlust, vielleicht Quodo soll ein bisschen vielleicht seine Taten ein bisschen anschauen, vielleicht haben sie irgendwas Schlechtes gemacht, weil Gott bringt nicht umsonst einen Schaden. Vielleicht haben sie irgendwas Schlechtes gemacht. Sagt er, ihr verdächtigt mich, dass ich was Schlechtes gemacht habe? Rav Huna, das war der große Rabbin zu seiner Generation. Ihr verdächtigt mich, dass ich was Schlechtes gemacht habe. Adraba, wenn ihr was habt, sagt es mir. Sie sagen zu ihm, und du verdächtigst Gott, dass der umsonst dir einen Schaden gegeben hat? Wir verdächtigen ihn, aber wir wissen, dass Schaden kommt. Enisurin belochet, es gibt kein Leid und keinen Schaden ohne eine Sünde. Sie schauen sie nach, vielleicht haben sie irgendeine Sünde gemacht. Nachgeschaut, es war so, dass er denjenigen, der für ihn das Feld bearbeitet, er sollte ihm geben einen Prozentsatz von dem Wein und von den Trauben. Er hat ihm gegeben, aber von dem Holz, was von den Trauben, Smurot, er von den Holzstücken hat ihm nicht gegeben seinen Anteil. Sie sagen ihm, der Rabbiner, sie haben ihm nicht gegeben diese Holzstücke. Denjenigen, der für sie arbeitet, sagte, ich muss es ihm gar nicht geben, weil er stiehlt mich sowieso. Ich habe bei mir versteckte Kamera, Leute, die haben gesehen, und er nimmt von den Trauben doppelt und dreifach so viel, wie wir nehmen sollten. Das heißt, warum sollte ich ihm noch diese Äste geben? Sagen sie, vom Himmel, jemand, der so groß ist wie sie, da schaut man auch auf diese Kleinigkeiten. Kein Problem, ich nehme auf mich zu. Ab heute, ich werde ihm geben, auch den Anteil von den Ästen. Obwohl er stiehlt. Ich werde ab heute, ich nehme auf mich zu, ich nehme, ab heute werde ich ihm geben, auch seinen Anteil, es gönnt ihm, es ist sein Anteil, den er bekommen muss, auch die Äste, werde ich ihm auch diesen Anteil geben. Steht, und er hat es doch nicht begonnen, er hat es nur auf sich genommen, ab heute mache ich das. Steht geschrieben, zwei Meinungen. Eine Meinung sagt, es wurde ein Wunder und dieser ganze, was Essig geworden ist, der Wein, hat sich wieder verwandelt zu einem Superwein. Zweite Meinung sagt, nein, es war nicht so, sondern dieser Essig
Preise vom Essig sind raufgegangen und er wurde teurer noch mehr als der Wein. Das heißt, im Endeffekt hat er keinen Verlust gehabt. So oder so, wir sehen, Rabbi Yochanan, er hat schon den Schaden bekommen. Aber wie kann man diesen Schaden wieder gut machen? Wie kann man es wieder gut machen, dass man den Verlust, den man hat schon in der Hand ist, den Verlust? Wie? Indem du weißt, die Quelle, von wo kommt dieser Verlust? Von wo kommt dieser Schaden? Ach, das ist, hängt von irgendeiner Sünde, die ich gemacht habe. Das heißt, ich muss meine Tat verbessern. Ich muss meine Sünde wieder gut machen. Und indem ich meine Tat verbessere und die Sünde wieder gut mache, mit dem werde ich nachher bei Sadat Hashem auch den Verlust und den Schaden nachher los und ich werde nachher meinen Verdienst bekommen. Wir sehen da also auch da, dass es von dieser Sache abhängt.